Ich bin ein Käfer aus Japan und wandere durch die Welt. Wasser! Was war das? Ein blauer Tornado? Hallo Leute! Hier ist euer freundlicher blauer Sauser und wünscht euch allen einen besonders angenehmen Tag. Guten Morgen, Herr Bieber. Nun, wie geht es, mein Lieber? Guten Tag, Herr Elch. Nein, was für eine Freude, welch... Sag mal, was geht hier eigentlich vor? Man könnte ja meinen, ich sei abstoßend oder sowas. Oder hätte eine unglückliche Ausstrahlung. Entschuldigung bitte, könntet ihr da vielleicht freundlich orientalische Weisheit anbieten? Oh, keine nette Art, japanischen Freund zu behandeln. Immer wieder unklug schwarzen Gürtelkarate-Champion zu essen. Sag Onkel. Onkel, da habt ihr's. Niemand mag mich. Problem ist ganz einfach. Ja, du suchst Liebe und Zuneigung am falschen Ort. Solltest hingehen, wo Leute sind. Nur menschliche Wesen sind wahre Liebe fähig. Donnerlittchen, er hat recht. Ich mache mich sofort auf in Richtung Stadt. Oh, klasse, da höre ich ein Auto kommen. Ohne Daumen per Anhalter ist gar nicht so leicht. Wenn ich mir recht überlege, ich laufe lieber. Endlich die große Stadt. Schon fühle ich mich wie zu Hause und unter Freunden. Oh, betrachte Gebäude auf anderer Straßenseite. Du siehst Tierschutzverein. Sehr guter Ort, um Freunde zu finden. Oh ja, die müssen Tiere einfach lieben. Und des Weiteren, meine Damen, müssen wir den Nachtreiher und den Silberreiher schützen. Eigentlich müssen wir jeden Einzelnen unter unseren tierischen Freunden beschützen. Man hört gleich. Diese Menschen haben Herz. Sie werden mich mit offenen Armen aufnehmen. Hallo, ihr lieben Leute, da bin ich. Ich bin der blaue Sauser. Also Liebe und Zuneigung hatte ich mir anders vorgestellt. Da, Sie, wir haben Glück. Noch besserer Ort, um Freundschaften zu schließen. Was steht da? Da steht Hundeschau heute. Da gibt es viele, viele Tierliebhaber. Ja und? Was hab ich denn davon? Ich bin doch kein Hund. Warte hier, ich bin gleich da. Hier, versuche das. Probier den alten Handschuh an. Man kann keinen gestriegelten Terrier machen aus einem alten Handschuh, sage ich immer. Wenn ich recht überlege, vielleicht ist hier ja doch was dran. Es funktioniert. Und denke daran zu sagen, wow, wow. Möge auch diese Übung gelingen. Diesmal wird der liebevolle Herrchen finden. Du und deine gezeiten Vorschläge. Sie hat mich zum Fressen gern. Tut mir leid, Fehlkalkulationen. Aber äußerst günstige Gelegenheit bietet sich dort. Betrachte da, wie Zeitungsjunge seine Zeitungen verteilt. Ehrenwerter Hund verrichtet Dienst und bringt Zeitung ins Haus zu Herrchen. Du siehst, Herrchen gibt dafür Liebe und Zuneigung. Zuneigung? Ah, Zuneigung ist immer wieder was Schönes. Befolge nur einfache Anweisungen. Erster Schritt muss sein, suche Zeitung. Leuchtet ein, ja. Schönen Dank. Zweiter Schritt, liefere Zeitung drin ab. Herrchen, viel, viel dankbar. Große Belohnung. Hau ab hier, raus. Widerwärtige Kreatur. Lass dich nicht entmutigen, Schlange sein. Gibt altes japanisches Sprichwort, Liebe findet immer einen Weg. Ach so. Machte soeben Entdeckung. Menschen lieben tierische Freunde, die sie unterhalten können. Wie ist deine Singstimme? Super! Wir Slang können Vögel jederzeit an die Wand singen. Aber was soll ich singen? Sing altes japanisches Volkslied, wie zum Beispiel... Ja, sieh du ging zur Stadt und tritt auf einem Drachen, steckt sich den Nudel an den Hut und nannt es Fujiyama. Ist schon gut, kapiert, aber ich sing mein eigenes Lied. Jetzt zwitschert gar lieblich und fragt dich, wie geht's? Der reizende Piepmatz auf seinem Trapez. Oh! Verschwinde, Schleimige, kleine Pieper! Von dir habe ich allmählich die Nase voll, blödes Insekt! Verdufte! Ich mache das lieber allein.
Was ist denn da vorne los? Was steht da? Liebet einander. Na hört mal, das sind nun echt meine Leute. Liebe ist eine schöne Sache, Mann. Nee, das war falsch. Entschuldige bitte, aber es gibt altes japanisches Sprichwort, das sagt, Liebe ist sehr zwiespältige Sache. Sayonara!